Menschen seine Nachfolge. Auch wir sind von Jesus gerufen, ihm nachzufolgen, seiner Jünger zu sein, unser Leben nach ihm auszurichten, bereit zu sein, seine Jünger zu werden. Christus und seine Kirche haben zu allen Zeiten Menschen zur Nachfolge aufgefordert, eingeladen, das Leben mit ihm zu teilen, ihrem ganz persönlichen Beitrag zu leisten, damit das Reich der Liebe wachsen kann. Und Christus hat seinen Jüngern seinen Beistand verheißen, ja, sich selber verheißen. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Die Frage ist nun, wie weit wir ganz persönlich diesem Ruf des Herrn folgen. Der Ruf ist uns alle ergangen. Der Ruf, in unsere Nachfolge einzutreten, aber nicht für alle gleich. Eine hat diese Aufgabe, der andere jene. Wir sind nicht als Einzelne berufen. Wir sind berufen, in die Kirche, sagen wir, einzutreten, Christus in der Kirche nachzufolgen, uns zu bemühen, den Willen Gottes, den Willen Jesu Christi, für unser ganz persönliches, alltägliches Leben zu erforschen, herauszufinden und uns dann zu bemühen, das Beste aus dieser Berufung zu machen. Jeder in seinem ganz persönlichen Leben. Diese Berufung, sie hat die verschiedensten Auswirkungen. Den einen dafür berufen, den anderen für jenes. Jeder seine eigene Berufung. Mit dem Auftrag, diese Berufung zu leben, zu versuchen, sich in die Gemeinschaft der Jünger Jesu einzuordnen, anzuschließen und seinen Beitrag dafür zu leisten. Es kommt auf jeden Einzelnen drauf an. Jeder von uns ist berufen. Die Berufungen sind verschieden. Aber jeder hat seine Berufung. Und die soll er seinem ganz persönlichen Leben zu verwirklichen. In der Nachfolge Jesu. Das kann unter Umständen eine schwierige Aufgabe. Auch keine Berufung kann Freude erwecken, wenn ich mich selbst einbringe mit meinem Wesen, mit meinem Charakter, der eine auf diese, andere auf jene Art. Jeder hat seine Berufung. Und
Und er soll versuchen, diese Berufung, das in einem ganz persönlichen Leben, im Alltag, zu verwirklichen, umzusetzen im Dienst seiner Mitmenschen. Was ihr euren Brüdern getan habt, und auch den Schwestern, das habt ihr mir getan. Und den Aposteln hat er gesagt, folget mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Also eine Aufgabe, die unsere Mitmenschen betrifft. Jeden Einzelnen. Ich kann mir diesen Nächsten nicht aussuchen. Der Nächste ist der, der mich braucht. Mit mir das Leben gestaltet und fordert, er sich selber einbringt in die Gemeinschaft der Gläubigen und versucht, im Dienste dieser Gemeinschaft sein Bestes, nicht für sich, sondern für die Allgemeinheit zu leisten. Es kann unter Umständen schwierig sein. Aber es kann auch sehr schön sein für den Mitmenschen, im Dienst des Mitmenschen da zu sein.